Es ist Winter in Deutschland und damit genau die richtige Zeit für Drosera glanduligera. Diese Pflanze wird von uns aufgrund ihrer einmaligen Eigenschaften und der schwierigen Kulturbedingungen nur die Diva genannt. Die Keimung erfolgt in unserem Kalthaus im Oktober, sobald die Temperaturen nachts deutlich unter 10 Grad Celsius sinken. Für ein gesundes Wachstum dürfen die Nachttemperaturen dann bis Anfang März nur knapp über dem Nullpunkt liegen, müssen tagsüber jedoch mit viel Licht auf etwa 15 bis 25 Grad steigen. Konkret schwankte die Temperatur für unsere Versuchspflanzen im Dezember 2011 zwischen 3 und 27 Grad. Ein elektrischer Frostwächter verhindert das Abkühlen unter den Gefrierpunkt. Und tagsüber erreichen wir die idealen Bedingungen durch eine sonnige Südwestlage kombiniert mit einer 400 Watt Pflanzlichtlampe. Steigen die Temperaturen vor März in mehreren Nächten über 8 Grad, löst das eine verfrühte Blüte aus, wodurch die Pflanzen meist vorzeitig eingehen und nur wenige Samen ansetzen. Damit nicht genug, denn bei der Kultur der Diva muss noch ein weiterer wichtiger Punkt beachtet werden. Zusätzlich zu den genannten Licht- und Temperaturbedingungen benötigt sie von Beginn an regelmäßig Nahrung. Nur dann findet in den ersten 4 bis 5 Wochen nach der Keimung die Metamorphose der einfachen Leimtentakel der Keimlinge zu funktionierenden Katapultfallen statt, von denen dann bis Saisonende alle 3 bis 4 Tage eine neue gebildet wird. Die Fütterung von Drosera glanduligera ist durchaus aufwendig und erfolgt in mehreren Phasen, je nach Größe der Pflanze. Idealerweise hat man am Anfang lebende Springschwänze zur Verfügung, die bereits in den Töpfen leben und von den Pflanzen mit großer Begeisterung gefressen werden. Wer nicht in der glücklichen Situation ist, benötigt Fischfutter, handelsübliche Fischfutterflocken, die man in einen Deckel gibt, dann mit den Fingern fein zerreibt, um dann die kleinsten Stücke mit einer Lupenpinzette aufzupicken und Blatt für Blatt zu füttern, was durchaus recht aufwendig sein kann. Für die nächste Phase, wenn die Pflanzen etwas gewachsen sind, benötigt man lebende Fruchtfliegen, Drosophila, die am Anfang mittels eines Skalpells zerteilt werden, um so früh wie möglich auf diese ideale Nahrung umsteigen zu können und die Pflanzen auf keinen Fall zu überfüttern. Und wenn die Pflanzen dann eine bestimmte Größe erreicht haben, ist es problemlos, sie auch mit ganzen oder sogar mit 2 bis 3 Fruchtfliegen auf einmal zu füttern. Nur dann wachsen und blühen die Pflanzen, was ja das Ziel der Sache ist.
Um diese sensationelle Katapult-Leimfalle wissenschaftlich zu untersuchen, packen wir einige Pflanzen ein und fahren damit nach Freiburg, wo wir von der Bionikabteilung der Albert-Ludwigs-Universität eingeladen sind. Das Rasterelektronenmikroskop, was man hier sieht, was gerade hochfährt, erlaubt es uns, die funktionelle Morphologie der Schnapptentakel von Drosera glanduligera besser zu verstehen. Dementsprechend haben wir Schnapptentakel vorpräpariert und jetzt legen wir die gleich ins Rasterelektronenmikroskop und erhoffen uns, tiefe Einsichten in die Funktionsweise dieser so spannenden Katapultfallen zu bekommen. Die Tentakel wurden zuvor getrocknet und mit einer dünnen Goldschicht bedampft, welche die Röntgenstrahlung im Rasterelektronenmikroskop reflektiert. Das wird gemessen und in Bildinformationen umgewandelt. Daher zeigt uns diese Methode nur die Oberflächen der Proben, das jedoch ausgesprochen detailreich. Also hier ist unser Kryostat, mit dem können wir Mikroschnitte machen und dabei wird einfach die Probe auf ungefähr minus 20 Grad gekühlt und kann dann geschnitten werden. Dann werden die Schnitte unter dem Lichtmikroskop begutachtet. Aber wieder einmal macht es uns die Diva nicht leicht. Wo ist der Unterschied? Ölvesikel? Was zum Teufel ist das? Ne, aber ganz klar, ihr habt Bilayer, ne? Also zwei unterschiedliche Schichten, was die Bewegung irgendwie erklären könnte, aber inwiefern sie das tut, also ist nichts, was ich bislang schon mal gesehen habe. Auf der Suche nach weiteren Informationen färbt Samuel Fink zusätzlich noch einige Proben. Wie lange ist das jetzt durchziehen? Also 5 Minuten mindestens, aber bei der feinen Struktur reicht es auf jeden Fall. Kryoschnitte sind zwar schnell und einfach herzustellen, erlauben uns hier jedoch keinen genauen Einblick in die zelluläre Struktur des Tentakels. Daher wurden zusätzlich 5 Mikrometer dicke Schnitte mittels vorhergehender Einbettung der Tentakel in Technovit angefertigt. Jetzt sind die einzelnen Zellen der Gelenkzone deutlich zu erkennen und lassen sich interpretieren. Tobi, noch nicht wieder wegdrehen? Ja, es geht rein.
Warte, musst hier gucken. Hier gucken und bewegen. Ach du krass. Das ist ja krass. Da ist die Connection. Erstaunlicherweise findet sich ein gut ausgeprägtes Leitgefäßsystem, ein sogenanntes Xylem, im oberen Teil des Tentakels, das allerdings nicht mit dem restlichen Blatt verbunden ist. Über die genaue Funktion lässt sich zum derzeitigen Stand der Untersuchungen nur spekulieren. Unseren Untersuchungen zufolge ist die schnelle Biegung hauptsächlich auf hydraulische Kräfte im Inneren des Tentakels zurückzuführen und wir schlagen zwei Möglichkeiten der Bewegung vor. Erstens, ein schneller Wassertransport, ausgehend von Zellen der adaxialen Hälfte des Tentakels, die sich dadurch verengen, zu abaxialen Zellen, die sich dadurch ausdehnen. Zweitens, ein Verlust an Zelldruck in den adaxialen Zellen, dem eine Tentakelbiegung aufgrund einer vorgespannten abaxialen Oberfläche folgt. Tatsächlich sind die nur 100 Mikrometer durchmessenden Tentakel dünn genug, um rein hydraulisch zu einer schnellen Biegung angetrieben zu werden. Die dafür benötigte Wasserverschiebung läuft in der Theorie in 16 Millisekunden ab, was wesentlich schneller als die von uns aufgenommene und gemessene Bewegung von 75 Millisekunden ist und somit Möglichkeit 1 stark untermauert. Weiterhin zeigt die Längsachse des Schnapptentakels keine plötzliche Krümmungsumkehrung während ihrer Bewegung, sodass wir ein Snap-Buckling, wie es bei den Fallenblättern der Venusfliegenfalle auftritt, ausschließen können. Auch die Epidermis- und Parenchymzellen der Gelenkzone weisen keine auffallenden Wandverdickungen zum Speichern elastischer Energie auf. Trotzdem sind die abaxialen Epidermiszellen auffallend kleiner als die adaxialen, und es besteht die Möglichkeit, dass aufgrund des höheren Anteils an Zellwandmaterial die abaxiale Hälfte des Schnapptentakels vorgespannt sein könnte. Um hier eine genaue Aussage machen zu können, bedarf es Tests hinsichtlich der intrinsischen mechanischen Eigenschaften der Epidermis, also ihrer Tendenz, sich zu biegen. Jeder Schnapptentakel funktioniert nur einmal. Da die abaxialen Epidermiszellen der Gelenkzone bei ausgelösten Tentakeln in regelmäßigen Abständen geplatzt sind, was eventuell ein Resultat der auftretenden Druckspannung während der schnellen Biegung ist, vermuten wir, dass dies der Grund für die Einmalreaktion ist. Allerdings wachsen die Pflanzen so schnell, dass alle 3 bis 4 Tage ein neues Blatt mit jeweils etwa 12 bis 18 neuen Katapulten gebildet wird. Heute haben wir die frostsicher verpackte Diva mitgebracht, um die Bewegung der Katapulte genauer zu untersuchen. Dazu hat Simon den Versuch schon vorbereitet und die Hochgeschwindigkeitskamera auf ein Mikroskop montiert. Die Katapultfunktion läuft, wie wir schon 2005 zeigten, im Millisekundenbereich ab. Um das filmisch genau darstellen zu können, ist die Hochgeschwindigkeitskamera notwendig, den exakten Ablauf zu erfassen und zu interpretieren. Dabei sind nicht nur die Makroaufnahmen an der Pflanze recht schwierig. Vor allem die detaillierte Analyse der Biegungszone einzelner Katapulttentakel hat es in sich. Dazu muss dieser vom Blatt abgetrennt, an einer Pinzette unter dem Mikroskop angebracht und ausgerichtet werden, ohne jedoch die Katapultfunktion auszulösen. Das muss mit einem Nylonfaden im richtigen Moment geschehen, nachdem genau fokussiert und die Hochgeschwindigkeitskamera gestartet wurde. Jetzt hat Simon den Versuch so umgebaut, dass wir ganze Pflanzen fokussieren können. Zum Auslösen des Katapults berühre ich den Tentakelkopf mit einem dünnen Nylonfaden, was eine ruhige Hand und Geduld erfordert.
Habe ich fast übersehen. Ja. Ja. Ja, schön, richtig klasse. Hier, guck mal, ja. Weil den habe ich nur gestreift. Der hat gar keine. Der hat gar keine große Bewegung mitgekriegt von einer. Nach dem Reizen des Tentakelkopfes dauert es zunächst etwa 400 Millisekunden, bis die Bewegung des Schnelltentakels durch Verformung der Gelenkzone erfolgt, welche sich direkt an der verbreiterten Tentakelbasis befindet. Abgeschnittene Tentakel biegen sich um 360 Grad, da sie nicht auf halbem Weg durch den zentralen Blattteil blockiert werden, wie es natürlicherweise passiert. Die gleichförmige Bewegung dauerte bei der schnellsten Messung 75 Millisekunden mit einer maximalen Geschwindigkeit von 0,17 Meter pro Sekunde und einer maximalen Beschleunigung des Tentakelkopfes von 7,98 Meter pro Sekunde im Quadrat. Allerdings wurden auch Schnelltentakelbewegungen beobachtet, die einige Sekunden dauerten, was darauf hindeutet, dass die Ausführung der Bewegung vom Gesamtzustand der Pflanze sowie von Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit abhängen könnte. Ja, die kultivierungstechnisch auch gerne als Diva bezeichnet, Drosera glanduligera, hat uns natürlich aus verschiedenen Gründen fasziniert. Der eine Grund ist, dass wir uns in meiner Arbeitsgruppe seit langem mit Funktionsmorphologie Biomechanik beschäftigen und seit einigen Jahren einen Schwerpunkt auf karnivore Pflanzen mit aktivem Fangmechanismus gelegt haben. Ein zweiter Grund ist einfach die faszinierende Kombination einer Klebefalle und einer aktiven Fangbewegung, die bei Drosera glanduligera ziemlich einmalig im Pflanzenreich ist. Die Idee dabei ist zu verstehen, wie funktionieren diese Schleudertentakel von Drosera glanduligera, was ist der strukturelle Hintergrund und wie läuft im Endeffekt dieser gesamte Fangmechanismus ab, der ja hochqualitativ und auch funktionell optimiert ist bei dieser Pflanze. Wir gehen dabei so vor, dass wir die Pflanzen, die wir von unseren Kollegen aus der nicht einfachen Kultur zur Verfügung gestellt bekommen haben, zunächst einmal morphologisch, funktionsmorphologisch analysieren mit verschiedenen mikroskopischen Methoden und dann natürlich mit Highspeed-Analysen die Kinematik der Bewegung versuchen besser zu verstehen. Ja, der Fangmechanismus ist natürlich deshalb besonders interessant, weil die Fangtentakel einen langen Bereich besitzen, der sich nur wenig deformiert und dann ein sogenanntes Gelenk, in dem der Großteil der Deformation stattfindet und dass auch der Schleudervorgang sehr, sehr kurz ist in einer Weise, wo man sagen kann, es ist durchaus vergleichbar mit Fangmechanismen, wie man sie bei Dionea muscipula, der Venusfliegenfalle oder auch bei Altrovanda kennt und überraschenderweise eben in einer Art der Gattung Drosera, wo man das zunächst gar nicht vermuten würde, weil bei dieser Art eben die Klebetentakel das typische Fangwerkzeug der Pflanzen darstellen. Ich denke, dass unsere Untersuchungen eine ganze Menge neue Einblicke gewähren in die Vielfalt der Fangmechanismen, die natürlich evolutiv unter sehr hohem Selektionsdruck stehen, weil für viele Pflanzen der Fang von Beutetieren essentiell ist für die Entwicklung. Und das ist der zweite Punkt, den ich faszinierend finde. Viele der karnivoren Pflanzen benötigen ja für ihre Entwicklung nicht unbedingt Insekten als Nahrung. Es hilft zwar der Entwicklung, beschleunigt sie, aber sie können durchaus auch ohne Nahrung wachsen. Und das ist bei Drosera glanduligera völlig anders. Die Pflanze wächst so schnell, produziert so schnell Blätter nach,
dass ohne Füttern bzw. Fang in der Natur eine normal entwickelnde Pflanze gar nicht möglich ist. Was einfach auch bedeutet, dass dieser Fangmechanismus in vielfältiger Weise optimiert sein muss, weil er essentiell für ein Überleben und für eine gute Entwicklung der Pflanze ist. Ich hoffe, dass wir mit den Untersuchungen, die hier durchgeführt wurden, einen ersten Schritt zum besseren Verständnis des Fangmechanismus gelegt haben und bin sicher, dass wir in Kooperation mit anderen Gruppen noch eine Vielzahl interessanter Versuche durchführen können.